Willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Und, Nanu? Muss erstmal alles reinladen, ich verstehe. Ja. Und was eigentlich? Achso, unser erster Auftrag. Genau, wir müssen krasse freie Radikale bekämpfen. Einfach, so. Das machen wir einfach, weil es befohlen wird. Und hier ist eine Bee. Das ist ein lustiger Witz. Weil es ist ja dann quasi eine Biene. Ne? Und das ist ja ein Fliegerapparat. Von mir aus. Ja, guten Tag. Farid Damalik. Aber ich setze jetzt hier ins nächste Hochhaus rein. Kleiner Scherz. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Ich auch nicht. Sie wissen ja, wie es läuft, Malik. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? 6 Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Auf gar keinen Fall. Des Centers übrigens, ne? Immer noch Deutsch. Herausfordern. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir wollen ja quasi der... Das Ganze spielen wir auf dem Kindergartenmodus. Wir haben eine große Fresse herausfordern. Wollen Sie damit andeuten, ich wär's nicht? War nur eine Frage. Ich war eine von denen, die Sie aus der Scheiße rausgezogen haben. Ich möchte Ihre Erinnerungen nicht geschenkt haben und schon gar nicht jeden Tag damit aufwachen müssen. Es geht mir gut. Wie Sie meinen. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktikteam vom DPD. Sie haben die Fabrik umstellt, aber Mr. Seraph möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Ja, eigentlich schon. Da stand auch DPD. Kannst du nicht DPD sagen? Das wäre dieses auf Krampf cool auf Englisch getrimmt, ne? Genau wie PR, DPD, das Tactic Time. Ich bin bereit, oder? Bin ich noch neigt? Ich weiß es nicht. Doch, ich bin bereit. Ich bin bereit. Die Malike. Wunderbar, dann wollen wir mal. Ach krass, gab EP. Laden. Tja, der Blickrad heißt, du Schwein hast mich zum Cyborg gemacht und ich wollte gar nicht... Ich habe Farida gesagt, sie soll uns auf einem Dach absetzen. Ich will nicht, dass die Leute sehen, wie sie reingehen. Und sonst im okay, Keller? Aber sobald ich weg bin, muss sie auch wieder abheben. Also, worum geht es hier? Wer sind diese Typen? Pro-humane Puristen, behaupten sie zumindest. Dieselben Puristen, die landesweit Limbkliniken mit Brandbomben beworfen haben. Glauben Sie das? Es ist sicher kein Zufall, dass sie ausgerechnet heute angreifen. Nur Stunden, nachdem wir den Taifun zur Vorbereitung der Massenfertigung hergebracht haben. Den Taifun? Den hat Megans Team an dem Tag getestet, als dieser Dreckskerl. Wer führt diese Typen an? Adam, ich weiß, dass Sie und Megan... Wer führt die Typen an? Er heißt Sanders. Das da ist er. Er ist nicht augmentiert, Adam. Kann also nicht zu den Söldnern gehören, die uns überfallen haben. Aber er wusste genau, wie er in unsere Fabrik reinkommt. Okay, wie soll ich vorgehen? Oberste Priorität hat der Taifun. Ich halte das SWAT raus, bis sie ihn gesichert haben. Die Einsatzregeln sollten sie selbst bestimmen. Tödlich oder nicht. Klar, tödlich, bist du doof. Ja, von mir aus. Hier ist der Zecke. Na gut, haben wir wenigstens einen Grund. Ich werde kein Risiko eingehen, bitte? Ich will da drin kein Feuergefecht. Doch. Ich will sie neutralisieren. Was ein Quatsch, die knallen wir alle ab. Was soll das denn? Achso, vielleicht sind das die eigentlichen Guten. Und die Lim-Klinik. Ja, ja, die Lim, ne? Lim ist ja quasi das hier. Was heißt das? Extremität. Na gut, ich werde kein Risiko eingehen. Wir schlachten sie alle ab. Ich werde kein Risiko eingehen. Dann also tödlich. Jawohl. Aber vergessen Sie nicht, Sie haben Geiseln und es wäre furchtbar, wenn welche von unseren Leuten ins Kreuzfeuer geraten würden. Wissen Sie noch, wie es da drin aussieht? Zahlreiche enge Gänge. Aber die Labors selbst sind eher weiträumig. Mit hohen Decken. Wollen Sie was für größere Entfernungen? Oder lieber was für kurze Distanzen? Hat er Distanzen gesagt?
Hast du eine leichte Steuerung? Fernwaffe, Kurzstreckenwaffe. Je näher, desto besser, würde ich sagen. Ach, Revolver oder Standard? Ja, Standardgewehr. Revolver klingt auch verlockend. Mimimi, was heißt Revolver? Ist der... Gut, Revolver mit Schalldämpfer unwahrscheinlich. Arschlecken, Standardgewehr. Geben Sie mir was für größere Entfernungen. Wenn ich näher rankomme, schalte ich Sie von Hand aus. Aber machen Sie bitte nichts Wertvolles kaputt. Der Typhoon müsste in den Produktionslabors sein. Aber Pritchard wird Ihnen unterwegs mehr sagen. Er übernimmt die Kommunikation. Großartig. Sonst noch was? Halten Sie die Augen nach Geiseln offen. Falls möglich, befreien Sie sie. Aber der Typhoon hat absoluten Vorrang. Wir haben ihn für die Geheimdienste entwickelt. Und wenn wir ihn nicht unbeschadet liefern, solange er noch geheim ist, Sie werden das schon machen. Ja. Gentlemen, fertig machen zur Landung. Fertig. Schuss. Ist das ein Witz? Naja, ich habe noch ein extra Magazin. Toll. Gib mal Munition, Kollege. Gehen Sie jetzt rein? Gut. Ein paar von denen kommen hin und wieder raus, um zu rauchen. Seien Sie also vorsichtig. Oh ja, stimmt. Passivrauchen ist ganz gefährlich. Was ist das? Du hast einen Helm auf. Du musst nicht nach irgendwelchen Viechern schnappen. Was sagt man dazu? Wir schicken einen Dosenöffner zu einer Schießerei. Diese Purity First Arschlöcher werden begeistert sein. Was war das denn? Hat er in den Helm gerotzt? Oh. Security First Arschlöcher. So, so. Helipad A1. Na gut. Ja, ich geh mal rein, ne? Munition gibt ihr mir ja sowieso nicht. Oder ist dann irgendwo was versteckt? Hä? Bewegen, zerbrechlich. Doch nicht zerbrechlich, oder? Pass mal auf. Oh, Junge. Was für ein Schwachsinn. Der Geisterfangsbonus wird sie nur dann verlieren und so weiter. Toll. Kann ich doch irgendwie Einzelfeuer einstellen oder so? Menü, Tastatur, was? Tutorial verfügbar. Menüs, Tastatur, Taste, was? Tabulator halten. Menüs, Tastatur. Sie können während des Spiels jederzeit auf das Spielmenü zugreifen. Wie Spielmenü? Im Inventar befinden sich sämtliche Gegenstände, die Sie bei sich tragen. Ach ja? Seine Größe ist begrenzt, kann aber durch Augmentierung erweitert werden. Oh. Sie können Gegenstände in Ihrem Inventar verschieben, untersuchen oder mit Upgrades kombinieren. Auch essen? In der Hitze des Gefechts verlassen Sie sich stattdessen auf das Schnellinventar. Damit können Sie eine Waffe schnell ausrüsten, den Granatentyp wechseln oder einen Gegenstand verwenden. Drücken Sie einfach die mit dem gewünschten Objektslot verknüpfte Taste. Okay. Sie können den Inhalt eines Slots im Inventarbildschirm jederzeit nach Ihren Vorstellungen ändern. Auf dem Einsatzziele-Bildschirm werden Ihre aktuellen Missionen und Einsatzziele aufgeführt. Aha. Auf dem Log-Bildschirm... Ja, ist gut, komm. Inventar, ich verstehe. 20 Schüsschen. Mission? Ah, was ist das? Jetzt will ich alles wissen. Ah, ja. Schädelaugmentierungen. Aha. Detroit, was? Achso, sie sind hier. Mhm. So, was haben wir denn für Augen? Smart Vision. Ach, da kann ich wieder durch Wände gucken, oder? Röntgenblick. Ah ja. Modernes Spiel. Kein modernes Spiel, ohne durch die Wände gucken können. Netzhautprothese. Was haben wir hier? Icarus Landesystem. Reflexverstärker. Dermalpanzerung. Tarnsystem. Ah ja. Kybernetische Beinprothese. Zielstabilisator. Das brauchen wir. Kybernetische Armprothese. Haben wir irgendwelche Punkte? Nächster Praxis. Kredits.
Gesamt-App. Ich brauche also 4500 oder was ist hier Phase? Wahrscheinlich. Was haben wir denn hier alles? Sentinel RX Gesundheitssystem. Verfügbare. Kann ich das irgendwie. Achso, Verwendung regeneriert Gesundheit. Aktivierung automatisch. Energieverbrauch 0. Und das kann ich dann irgendwie weiter ausbessern oder was? Verwendung regeneriert Gesundheit. Regeneriert was? Was ist das hier? Mehr Infos? Verfügbare Praxis 0. Also habe ich hier schon. 2 von 2. Okay. Was ist das hier? Gewährt. Na. Gewährt zusätzliche Energiezellen, beschleunigt die Energieaufladung. Von was? Gewährt 2 Energiezellen. Gewährt eine zusätzliche Energiezelle. Lädt wieder auf. Wieso denn Energiezellen? Achso, wahrscheinlich für so einen Tarnanzug und sowas. Aha, aha, aha. Zurück. Ja, ja, was haben wir noch? Was? Implantierte Atmungsaugmentierung. Kann ich besser rauchen? Verwendung, schützt vor gefährlichen Gasen, ermöglicht längere Sprints. Oh Gott, das ist nicht so ein Kackspiel, wo ich nur 5 Meter sprinten kann. Und dann schnauft er wieder. Oder was? Oh, bitte nicht. Typhoon. Ach, Sprengsystem. Das ist Typhoon. Verwendung, feuert in einem 360-Grad-Winkel Mini-Sprengsätze mit einer Reichweite von 8 Metern ab. Also quasi so eine Art Nova um mich herum. Sehe ich das richtig? Energieverbrauch. 1 Energiezelle. Hack. Hacktarnungserweiterung senkt die Gefahr der Entdeckung bei der Übernahme von Verstärkung. Senkt die Gefahr der Entdeckung. Oh ja, ich sehe schon, ich muss mich hier irgendwann durchschleichen. Sozialoptimierer. Was ist das denn? Anpassung wahrscheinlich, ne? Scheiße nachlabern, den niederlabert. Analysiert und überzeugt Person. Ui. Analyse und gezielte Beeinflussung von Personen. Aktivierung situationsabhängig. Mehr Infos für genaue Beschreibung. Was war? Moment, Schleichoptimierer? Ja, einfach was über die Puschen ziehen oder was? Verwendung zeigt an, wie weit sie zu hören sind. Oh Mann, hier ist alles nur auf. Reduziert bewegungsbedingte Zielnachteile. Verwendung verringert bewegungsbedingte Fadenkreuzvergrößerung um 50%. Jegliche bewegungsbedingte Fadenkreuzvergrößerung. Ah, ja. Halt, ihr könnt. Achso, die Kosten sind das. Kostet. Kosten für Upgrade 0. Kosten für Aktivierung. Ich habe keine. Hör auf, so rumzuaffen. Effen. Ja, okay. Heißt also quasi Hackanalyse. Hacken. Radarsystem. Pfadfinder. Verdoppelt die Radarreichweite. Radar. Wo ist denn Radar? Infolink. Also, wir können hören. Subvokales Kommunikationsimplantat. Verwendung abhörsicherer Kommunikation. Ach ja, ja, ja. Also bilde ich mir das quasi nur ein. Sozialoptimierer. Kennen wir schon. Rücken-, Haut- und Beinaugmentierung. Toll. So, das weiß ich jetzt auch. Ich habe das Gefühl, das ist alles nicht ausgelegt auf Leute wegballern. Naja. Bist du ein guter Feind? Du bist grün oder bist du ein Lieber? Wieso hat der keinen Helm? Ist der Chef? Für die Quote? Ja. Ich geh mal rein einfach, ne? Jensen, ich bin's. Pritchard. Hallo. Wo sind Sie? Auf einem Dach mit Blick auf die Fabrik. Gut. Sie sollten über den Wareneingang reingehen. Ich sollte, Francis? Was zum Teufel meinen Sie damit? Es gibt dort einen Mitarbeitereingang. Der wird aber von den Puristen schwer bewacht. Wenn Sie also kein Freund des Frontalangriffs sind, könnten Sie es auch übers Dach versuchen. Nö, nee, Frontalangriff klingt doch gut. Ich brauche nur mehr Munition. Was ist das für ein Scheiß? Gib mir hier 2 Magazine. Geht's noch? Ich soll doch den, als Einziger soll ich doch den ganzen Laden hier auseinandernehmen. Kann ich mal bitte in jede Tasche noch was reinstopfen? Man hat doch gesehen, wie viele Taschen der hat. Ja? Gerödel. Komplett leer. Statt dass man ja sagt, komm hier, ja, nimm. Oder dass ich rumgehe und von jedem Polizisten noch ein extra Magazin bekomme, ist nicht, ne? Oh, über diese Third-Person-Scheiße. Kann ich bitte mal die sich beibehalten? Dieses rein und raus. Was soll das denn? Tutorial verfügbar, wachen. Oh, ja, was ist denn? Ach, gedrückt halten. Einer Wache zu nahe zu kommen, ist immer ein Risiko. Halten Sie besser einen ausreichenden Sicherheitsabstand.
Erkunden Sie Ihre Patrouillenwege und planen Sie Ihr Vorrücken entsprechend. Ach so. Wenn es sich vermeiden lässt, sollten Sie sie nicht attackieren. Du erzählst mir nicht, was ich zu machen habe. Ich habe gesehen, Habe ich da nicht gerade eine Pistole gesehen? Ach, das war beim dümmlichen... Ja, kann ich mich da zur Seite lehnen? Ja, scheint alles unter Kontrolle zu sein. Kein Sport in Sicht. Ja, jetzt sehe ich es auch. Kann ich den kaputt schlagen? Kann ich irgendwie Kuh halten? Gab was? 490 App. Halten, bewegen, E drücken, durchsuchen. Oh, gehen wir doch. Zu verarschen? E drücken und halten. Nochmal. Halten, bewegen. E drücken. Was? Nicht halten. Was soll der Scheiß? Credit Chip und einen leckeren Schokoriegel. Erhalten 1 Cyber Boost pro Energieriegel. Aha. So, gedrückt halten. Moment, steht das nicht falsch rum da? Oder ist nicht beides irgendwie halten? Moment. So, muss ja keiner mitbekommen, dass ich hier wieder jemanden abgeschlachtet habe. E halten, bewegen. E drücken, durchsuchen. Ach, wie komme ich denn? Bin ich doof? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein bisschen, ja. So, den ersten Mal haben wir uns weggeschlichen. Aber dass man sie nicht lehnen kann, zur Seite lehnen kann, ist ein bisschen komisch. Tarnung. Achso, gerückt halten, ja. Erfolgreiches Schleichen hängt von mehreren Faktoren ab. In geduckter Haltung machen sie am wenigsten Lärm. Sichtverbindung ist wichtig. Und in Deckung ist die Gefahr geringer, dass Feinde sie anvisieren können. Vermeiden Sie Sprünge und Sprints, da Sie damit Ihre Position verraten. Guck mal, ich schwätze ja Englisch in dem Tutorial. Was soll das denn? Fuck is that? Also springen, rennen, sprinten und sowas ist alles schlecht. Ich soll also immer schleichen. Ui, ein Schleichspiel. Gut. Irgendwie so richtig rosig läuft das aber nicht, ne? Warum? Tja, und nur? Ich würde gern ballern, aber habe keine Munition. Was denn das wieder für ein Shit? Aux. Keine Aux. So, das heißt, der eine muss ich erstmal wegdrehen. Ne, der eine guckt doof, der guckt doof. Nichts. Scheiße, läuft nicht gut. Ja. Ist so ein bisschen schwierig. Was soll das? Ist da eine Mausglättung drin? Gerade gesehen, ne? Links daneben geschossen, dann rechts daneben geschossen. Gegen die hohle Rübe. So ein Schwachsinn. Läuft nicht so gut hier. Scheiße. Ich mag das nicht, wenn es nicht gut läuft. Warum habe ich da so einen dummen Schokoriegel da drin? Kann ich den Schokoriegel... Moment, kann ich den Schokoriegel... Schokoriegel rausmachen? Standardgewehrmunition. Ach, das ist das, was da drin ist? Oder wie... Was? Verstehe es nicht ganz. Cyberriegel. Komm, null. Auf null kommt der Cyberriegel. Erhalten 2 10mm Pistolenmunition. Haben wir schon 4. Haben wir schon 8. Vor allem, die laufen alle mit so einem halben Magazin rum. Oder haben die auch nur begrenzt Schüsschen? Verdammt, das läuft nicht gut. Scheiße, wie soll ich denn so einen Shooter spielen, wenn ich nicht shootern kann? Wenn das einfache Ziel nicht funktioniert. Ja. Gibt es auch eine schallgedämpfte Version? Das wäre echt super. Hallo? Tja. Die Potzilei. Da steht sie wieder. Was ist das? So eine Art von... Helikopter-Zeppelin? Ich glaube auch.
So, das machen wir mal anders. Das machen wir mal anders. Da komme ich nämlich durcheinander. So, sagen wir, 3 ist das Ratatazong und das ist die 2 und die 1 ist mal gar nicht. Nischt ist es. Haben wir jetzt krasse Erfahrungspunkte eigentlich bekommen? 550 Gesamt-App. Das heißt, für den ersten habe ich eine Menge bekommen, für die zweiten Kopfschüsse habe ich irgendwie gar nichts bekommen. Ist das richtig? Ich glaube ja. Nee, aber nicht gut. Richard, ich bin drin. Ja. Die Tür war kein Problem. Freut mich für Sie. Der Taifun ist in den Produktionslabors. Direkt hinter den Montagelabors ist ein Aufzug, der Sie hinbringt. Verstanden. Genau. Also hier kommen wir einfach so durch, ja? Oh, hier bin ich. Muss man das irgendwie aktivieren? Was ist das? Ein E-Book. Nieder mit den Maschinen, wir sind Purity First. Nieder mit dem Metall, spüren Sie Ihren Körper. Lügen Sie. Was? Lügen sind aus Stahl. Die Wahrheit ist Fleisch und Blut. Sie sind es leid, dass menschliche Cyborgs aufrechte Männer und Frauen die Ausplätze wegschnappen. Haben Sie. Ach ja, wieder. Das sind Sie Radikalen. Ist das witzig alles? Okay. Naja, wieder von irgendwelchen. Also, Zecke ist der Feind. Das ist richtig gelesen. Sauber. Munition. Und? Was ist das? Revolvermunition. Revolvermunition. Habe ich auch noch einen Revolver? 9mm Pistole? Wo ist denn der Revolver? Oder passen hier nur 8 rein? Ist das. Soll es eine Art von Revolver sein? Warum? Das ist doch kein Revolver. Das ist dumm. Ah ja. Klettern. Insert Person. Geil. Das Minecraft wechselt da nicht. Betäubungspfeile. Oh, das klingt verlockend. Erhalten 4 Betäubungspfeile. Jetzt brauche ich nur noch 1 Betäubungsgewehr. Ja. Habe ich so eine Art von Baby-Binocular? Ne, habe ich nicht. Kann ich mit dem Auge irgendwann mal... Links oben habe ich eine Batterie. Wie war das nochmal? Hier oben augmentieren. Was können die Augen? Haut drücken, Augen. Augen. Smart Vision. Was macht denn die Netzhautgeschichte? Anzeige des Huts. Was können wir da noch? Anzeige Hut, Schutz vor Schockgranaten. Genau wissen, wann Feinde ihren Alarmzustand verlassen. Ja, das sind so diese... Also, nee. Nee, danke. Kaufen. Ortet Gefahren durch Mauern. Mein Gott. Komm, wir sprechen das mal. Spaß halber. Ich wäre schon für... Dafür alle zu ermorden? Mir geht es da gar nicht um deren Ansichten, sondern ich möchte einfach nur durchlaufen alle Menschen, die ich so treffe, töten. Ah ja, kann ich da irgendwie hinspringen? Hat's aber jemand eilig. Wer denn? Hä? Alarmiert. Links unten sieht man's. Jetzt geht er gucken. Wo ist er denn? Hört er auch gleich wieder auf? So, wir haben 2, 4, 5 Gegners. Und ich habe 9 Schuss. War wohl nur Einbildung. Waren wohl bloß Ratten. Ist ja ekelhaft. So, was genau habe ich hiervon? Eigentlich nicht so viel. Die lassen auch ein bisschen Munition fallen. Ja, komm jetzt. Ich fange mal an, sie zu schlachten, oder? Arschlecken, komm. In den Kopf, richtig. Einer fehlt noch. Achso, ich sehe sie auch. Ach, die sehen mich erstmal noch nicht. Unten ist der nächste. Da wird er auftauchen, oder? War leider nur in den Hals. Wenig Munition. Shit, ich muss runter. Komm zurück. Nee. So, Munition. 1, 2, 3. Und jetzt ein volles Magazin. Ja, kommt nicht weit. Jetzt weiß doch gar nicht, wie weit ich komme. Was ist denn? Okay, da passen 10 Schuss und 10mm Pistölchen. Das kann man sich auch... Hätte ich mir gleich denken können. Ich muss nur die Augen offen halten. Meine Augenimplantate muss ich aufhalten nach Munition. Mehr will ich gar nicht.
bist du? Schrott. Alles voller Schrott und nichts voller... voller Munition. Da werde ich doch gleich wieder aggressiv und schmeiß die... Hä? Das bleibt an der Decke hängen. So, was war da jetzt? Ach, guck mal hier. Betäubungspfeile. Aber leider noch kein Gewehr dazu. Oder kann ich die werfen? Betäubungspfeile. Sieht aus wie eine Packung für Munition. 10 mm. Ich spiele doch schon auf Hobby. Kann ich dann vielleicht mal die Schwierigkeit... Du kannst Quatsch, Munition entsprechend meiner Schwierigkeit bekommen. Das war doch eigentlich der Plan. Und das funktioniert jetzt auch nicht? Was soll das denn? So. Boah, das läuft aber... Naja. Gewöhnungsbedürftig. Liegt da noch irgendwo Munition rum? Habt ihr irgendwas versteckt? Oder... Boah, was hat der denn hier gemacht, der eine Typ? Was hat der eingepackt? Nur Schrott. Wieso habe ich auch kein Messer, kein Knüppel? Ach, wahrscheinlich habe ich wieder so eine Spezial... Ja, haben wir da gesehen. Der fährt ja seine Spezial... Geschichte dann aus. Hallo. Oh. Jetzt bleib halt stehen. Boah, das ist so träge. Was für ein Shit ist das denn hier? Sobald Gegner auftaucht, läuft das alles irgendwie in Zeitlupe ab hier mit dem... Ist das diese Mausglättung wegen Controller und Konsolenspiel? Didit. Ganz, ganz unangenehm. Hier, wo ich bin. Bin doch hier, komm doch. Nee, muss er nicht. Könnte auch sonst wo sein. Kauf schon bei Floor, ja. Und wieder Half-Life. So, gibt es jetzt hier Munition? Ach, wir regenerieren ja sowieso. Oder wie ist das? Update. Zu schwer. Das hier kann ich tragen. Nein. Was da drin sind, die zwei Kollegen. Gehen wir mal Hallo sagen, oder? A warning. Authorized personnel only. Ich bin autorisiert. Das sehe ich. Also ich sehe mich als autorisiert. Beide rechts. Kommen wir da rein. Hier läuft irgendeine krasse Scheiße. Ja, Scheiße, ist weg. Hm. Komisch. Ja, das gibt nicht viel Erfahrungspunkte, ne? Aber zum Glück interessiert mich das gar nicht. So, wohin? Ach du Scheiße, muss ich jetzt alle durchsuchen? Oh, jetzt brauche ich doch den Röntgenblick, um zu sehen, wo was drin ist. Ich muss eine Stunde lang hier Spinte öffnen. Hä? Wäre es nicht sinnvoll, wenn es ein Spiegel wäre? Ach so, das ist ja eins von diesen Spielen. Ja, ja, diese modernen Spiele, wo sie nicht raffen, wie man eine Spiegelung bekommt. Oder sehe ich das falsch? Nee, ich sehe das richtig. Was sehe ich schon wieder? Wacht auf, Leute! Ein Bollwerk aus Lügen lauert im Herzen Amerikas. Es hat viele Namen. Dreamland, Groomlau. Ich habe auch Namen dafür, aber ich nenne die lieber nicht auf YouTube. Besser ist es, ne? Mögen die nicht. Wenn man sie erkennt. So, hier haben wir... Ach, das wäre der andere Eingang gewesen. Okay, okay, okay. Haben aber schon... 15, was ist das unten? Die Granate, richtig. Und das ist auch noch randvoll. Haben wir wohl auch irgendwie bekommen. Keine Ahnung. Betäubungsmunition. Munition, oh, sehr gut. Ich erkenne leider die Munition noch nicht. Auf Anhieb, das ist ein bisschen schwierig. Muss ich mal ein bisschen rumeiern, bis ich mal vernünftige Munition finde. Ja, aber gerade hier bei diesem... Irgendwie, weiß ich nicht... Schwierig ist es. Und das liegt nicht an irgendwelchen Implantaten hier, Augenimplantaten. So, wir haben... Das stimmt.
So, und hier gibt es wohl gleich was Feines. Vielleicht aber auch nicht. So, auf jetzt. Haben sie hier vielleicht Munition gebunkert in der Kammer hier? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was ist das? Update. Revolvermunition. Ich muss das tatsächlich machen, okay. Wahrscheinlich gibt es in jeder Reihe genau eine Waffe. Munition oder so. Hubschrauber kommt. Standard-Moon, sehr gut. Frage ist, kann ich das auch mitnehmen oder heißt es dann am Schluss... Kreditchip. Heißt dann am Schluss, ich muss die ganze Munition wieder abgeben, weil der Auftrag erfüllt ist. Oder weil ich das quasi für die Ewigkeit, das weiß ich jetzt nicht. Aber bald werde ich es wissen. Boah. Wäre schön, wenn es so ein Knopf gäbe. Alle öffnen. Wäre sowas wie eine Razzia, beziehungsweise... wie heißt das andere? Ja, Inspektion, genau. Okay, als weiter. Das ist natürlich spannend. Gut, könnt ihr natürlich auch alle zulassen und nur die Mitte, da hat es dann die Munition oder so. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber so hat man natürlich auch wieder was zu tun. Ist auch nicht schlecht. So, Munition haben wir was? 15. Und hier haben wir jetzt 2,5 Magazine sozusagen. Sampley, Server Room. Müssen wir da hin? Oh. Ich habe gerade versucht, die Tür zum Montagelabor zu entriegeln, aber meine Codes funktionieren nicht. Jemand hat die Protokolle geändert. Was? Oh. Haben Sie denn nicht... Ich bin dabei. Aber bis ich die Codes geknackt habe, müssen Sie die Tür manuell hacken. Pritchard out. Manuelle Hackung. Oh. Hacken. Wie geht denn das? Ach, mich doch schon wieder. Beim Hacken versuchen Sie, die Registry des Geräts zu kontrollieren, um Zugriff auf die entsprechenden Sicherheitscodes zu erhalten. Wow. Dazu müssen Sie durch das Netzwerk navigieren und dabei Knoten übernehmen. Sie beginnen mit dem Hacken an dem Punkt, an dem Sie in das System eindringen, dem IO-Port. Möchten Sie einen Knoten übernehmen, markieren Sie ihn und halten Sie die Interaktion-Taste gedrückt. Nun erscheint ein Menü mit den Programmen, die gegen den Knoten eingesetzt werden können. Das Bewegen von Knoten zu Knoten erfolgt über Brücken. Eine Brücke kann uni- oder bidirektional sein, was durch ihre Pfeile angezeigt wird. Wenn Sie einen Knoten übernehmen, besteht eine Gefahr, dass das Netzwerk Sie bemerkt. Je höher die Stufe des Knotens ist, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Werden Sie bemerkt, bewahren Sie Ruhe. Noch ist es nicht vorbei. Sie müssen sich nur beeilen. Das Netzwerk wird versuchen, Ihren Anfangspunkt zu ermitteln und Sie aus dem System zu werfen. Wenn es Ihnen gelingt, die Verzeichnisse zu übernehmen, bevor das Netzwerk Ihren IO-Port erreicht hat, ist alles okay. Ist alles okay. Es gibt eine Mod, wo man das überspringen kann, habe ich gesehen. Ich glaube, die werde ich mal installieren, weil das ist wieder so ein lustiges Minispielchen. Finde ich ja immer super. Wie Code. Hacken. Auswertung. Sicherheitsstufe 1. Versuche übrig 5. Achso, dann hacken wir mal drauf los. So, wo ist unser Punkt? Hier ist unser IO-Punkt, oder was? Oder hier? Was sind wir denn? Nee, hier sind wir. Da müssen wir hin. Ja, ich mach. Verstärken. So, achso, da sind wir. Wir müssen hier hin. Wir übernehmen. Entdecken. Dann verstärken wir das erstmal, oder? Oh, jetzt geht's los. Los geht die wilde Hackerei. Hackung erfolgreich. Entdeckung, Hackung. Zugriff gewährt. Gerät freigeschaltet. Ok. Hab ich krass gehackt? Nicht mal 1000 an Erfahrungspunkten, das ist ja schlecht. So, jetzt die Tür auf. Was denn? Ist das Munition? Ne, das ist Nuronex 1000. Also gleich speichern nach der erfolgreichen Hackung, weil das mache ich nicht nochmal. Aber war schon richtig gut. So, ich darf nicht gesehen werden, ja? Ich sehe natürlich wieder, wo die Gegner sind. Mein Gott, du hast ihn umgebracht, Mann. Nein, du. Er hat darum gebettelt. Achso. Niemals, niemals. Dafür gehe ich nicht ins Gefängnis.
Ich sag's dir ja nur ungern, Trev. Aber wenn die Bombe losgeht, wird der Kerl hier nicht der Einzige sein, der drauf geht. Schnauze, J-Ro. Trevor, du musst dich beruhigen. Hilf mir. J-Ro. Ich sag's dir, Mann. Diese Opti-Freunde verdienen, was sie gleich kriegen. Wer zum Teufel? Wer zum Teufel? Was denn? So, ich will noch ganz kurz aufstehen. Scharfschütze, ja, aber. Jetzt mal aufhören zu schießen. Wo ist er denn? Dieses Schnellfeuern hört mir jetzt mal auf. Lappen. So, guten Tag. Bin hier wegen der Munition. Die sollte ich mitnehmen. Nee. Bleiben Sie ruhig sitzen, ich mach das schon. Liegen, ich mach das schon. So, du hast auch hier was Schickes. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie eine Maschinenpistole. Das ist eine Maschinenpistole. Standardgewehr. Ach guck mal, die sind alle schon ausgerüstet. Was sind das hier? Granaten? Oh, jetzt machen sie wieder. Ich habe das so nicht eingestellt. Ne, war richtig. Das hier allerdings muss weg. Kann ich das irgendwie entfernen? Oh. Kommen die Granaten halt dahin. Darf man sich nicht im Ton vergreifen, beziehungsweise in der Leiste. Nicht Granate essen. So, was haben wir hier? Munition für die Maschinenpistole. So, mal voll machen wieder, bitte. Schön. Ja, ja, okay, okay, okay. Das hätten wir auch. Tja, wenig Munition, da müssen es halt alles Kopfschüsse sein. Und ich glaube, wir regenerieren ja sowieso wieder, oder? Revolver-Munition. Wo aber ist der Revolver? Ach so, ich hätte mit dem Revolver starten können. Ja, vielleicht sind... Ja, nicht zwei Pistolen. Also was soll's. Nur das andere Zeug? Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn es mal mehrere Gegner sind. Danke. Ja, zumindest mehr als zwei Magazine. Das ist auch schon mal ganz prickelnd. Elektroschock-Pfeile. Ach, da bekomme ich bestimmt so ein James-Bond-Gerät, oder? Vielleicht so ein Armbrust-Ding oder so? Oder halt ein Blasrohr. Bin ich richtig? Ich laufe immer diesem komischen Punkt dahinter. Sicherheitssysteme. Ja, komm, erzähl mir, was du darüber weißt. Neben Wachen sind vor allem Sicherheitssysteme ein Problem, da diese Alarm auslösen und die Situation weiter erschweren. Solche Geräte zu zerstören, ist keine gute Idee. Versuchen Sie stattdessen, sie zu umgehen. Wenn Ihr Timing stimmt, ist dies vergleichsweise einfach. Und wenn nicht? Also einfach dann vorbei. Wenn ein Alarm ertönt, fangen die Wachen an, nach Ihnen zu suchen. Zum Glück hält diese erhöhte Aufmerksamkeit nicht lange an. Sobald sie denken, sie sind entkommen, lässt ihre Aufmerksamkeit nach. Okay. Wir haben schon gesehen, diese komischen Systeme. Das da hinten zum Beispiel. Nicht kaputt schießen? Das ist ein Meeting Room. Wahrscheinlich lagern sie da das Fleisch, ne? Was soll denn sein? Hör auf, dich wegzuducken, du Ratte! Ja, er ist weg. Ich hab auch, jetzt sehe ich es auf dem verdammten Radar. Aber wenn ich die anlocke, habe ich Munition. So, mal auf die Hütte. Guck mich nicht so an. Das war Selbstverteidigung. Die zucken immer so, oder zuck ich? Zwei Schuss. Dabei hat er nur einen Kopf. Was für ein Shit. Ja, so läuft. Ja, genau. Das obligatorische. Obligatorische Laufanimation. Ja, voll Story wieder, oder? Seraf Industries für ein besseres Morgen. Das glaube ich auch. Am Vorabend der kontroversen Anhörungen zur Untersuchung seiner Forschungen. Da die Anhörungen derzeit bis auf weiteres unterbrochen sind, fragen Nachrichten. Dai Yong Medical, weiter auf Eggman und Gord.
David Seraph etwas für uns? Nee, auf gar keinen Fall. Für heute Abend. Der David Seraph. Mit einem Live-Bericht für Pikes. Tja, okay. Was steht da? Auri, was ist ein Ding? Ach, Seraph. Seraph, burn in hell, Seraph. Und haben sie es zum Glück durchgestrichen. Der soll also nicht. Bitte? Der soll also nicht in der Hölle schmoren, oder? Wie soll ich das verstehen? Na? Komm, schick noch ein paar. Sicherheitssysteme, bitte. Achso, die kommt auf der Seite auch, die tolle Info. Ich soll es liegen lassen? Nein. Wahrscheinlich schon, aber ist egal. Halt, mal da oben schauen. Da oben was anderes wäre. Gewesen wäre, ich weiß es nicht. Ist doch egal, oder? Wo steckt die Polizei? Automatische Streubombe aktiviert. Oh, jetzt muss ich hacken. Sechs. Hacken. 23 Sekunden. So. Ja, ja. Hacken. Da bin ich, ne? Hacken. Hacken. Wo ist das Bombenteam? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ja, wo ist das Bombenteam? Richard, sagen Sie Seraph, dass ich die Geiseln gefunden habe. Und? Die Mistkerle haben Gas eingesetzt. Giftgas mit zeitverzögerter Freisetzung. Mein Gott. Mein Gott. Jensen? Ich weiß. Sanders wird dafür bezahlen. Tja. Es gibt Schlimmeres im Leben. So, ich komme da nicht mehr raus. Ja, krepiere ich jetzt nicht auch? Weiterspielen, Laden. Scheiße! Warum bin ich so erbost? Weil ich jetzt Erfahrungspunkte nicht bekommen habe fürs nervige Hacken. Ich weiß nicht, was ich das letzte Mal gespeichert habe. Wahrscheinlich nicht so lange. Komm, wir laden das nochmal. Ach, darf ich nicht? Aha. Wie jetzt? Letzter Checkpoint. Was ist das hier? Tipp, 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 tipp. Achso, hätte ich alles umgehen können, oder wie? Wieso kann ich das nicht laden? Darf ich nicht? Schnellspeicherung laden. Annehmen. Aha. Der Geist-Erfahrungsbonus. Wird und dann verlieren, wenn sie ein Einsatzziel erreichen. Bla bla bla. Leben die noch? Nee. Da war ich schon, da gab es Munition. Jemand soll Alarm auslösen! Wieder nicht richtig. Oder war hier gar keine Munition? Doch, natürlich. Ja, ja, der zweite Angriff. Wieso speichere ich das auch nicht? Bin ich irgendwie dumm oder so? Bleib doch stehen oder schieß dich. Scharfschütze, gibt 10 extra Dings, okay. Und wenn ich ihn gemeuchelt hätte, hätte ich wahrscheinlich 100 extra Punkte bekommen. So, jetzt nochmal. Also, hingehen, hacken. Ja, ja. Hacken. Ja, gut, dass du mir sagst, wie viel Versuche ich auch noch habe. So, so ein Schwachsinn. Nein! Ist egal, du musst. Achso, ich muss jetzt hier im Kreis hacken, oder? So, da unten? Schnell! Schnell! Ja, von mir aus. So, Hackung. Zugriff gewährt. Ja, ja. Countdown beendet. Schönen Tag noch. Danke gleichfalls. Richard, sagen Sie Seraph, dass ich die Geiseln gefunden habe. Heißt das, ich überbringe gute Nachrichten? Sie sind in Sicherheit und bleiben erstmal, wo Sie sind. Das Wort kann Sie evakuieren, sobald ich den Prototyp habe. Ich sage es Seraph, aber es sollte nicht so lange dauern. Geiseln sichern, erledigt, 400 Punkte. So. Es dauert eine Weile, ne, bis ich meine erste krasse Augmentation habe oder die Verbesserung. Oh, nicht schon wieder Hackron. Ja, hack halt. Vielleicht stehen auch die Texte irgendwo rum, drin. Aber es macht ja nichts. Müssen wir jetzt hier im Viereck rumhacken oder was ist Phase? Düdelit.
Tüdelit. Deck mich einfach mal vor, ne? Kann ich das hier verstärken? Nö, dann hacke ich mich einfach entgegen. Zugriff gewährt. Aha. Ja, ich sehe schon, warum es eine Mod gibt, die das abstellt oder überspringt. Dinge anklicken und dann Hack on. Geil, da fühle ich mich wie ein totaler Agent. So, wo ist es? Ja, komisch. Nach Beweisen, dass uns diese Wichser belügen. Na. Genau wie Sieg gesagt hat. Ich hoffe, Sieg weiß, was er tut. Ich auch, Mann. Ich auch. Der Zecke. So, Standardgewehrmon. Jetzt laufen sie weg. Wie haben wir denn? Karte sagt drei Mann. Jetzt gucken sie beide mal in meine Richtung. Hm. Der erste dreht sich weg, geht wieder nach Hause. Und der zweite. Ja, auch, okay. Ihr wisst, wenn ihr mich seht, lauft. Flieht, ihr Narren. Oder knallen sie auch wieder ab und dann ist gut. Ich schaue mich währenddessen einfach nur um nach neuer Munition, damit ich noch effizienter den Feind töten kann. Moment mal. Was denn? Was war das? Nichts. Moment mal. Wenn das wieder Panzerglas ist. Ach guck mal, der hat was. Sowas wie eine Maschinenpistole in der Hand. Hey! Ich seh nichts! Hey! Dann ist er gleich rechts ums Eck. Und die Frage ist, kann ich da durchschießen? Ja oder nein? Warum schießen wir so doll? Na? Gute Reaktion. Und gar nicht mit einer Schlaftablette. Wie? Achso. Verdammt! Doppelklick. Ich noch eins ins Knie gegeben. Achso, ich habe den ja gar nicht... Oh, ich habe die ja gar nicht untersucht, die Idiot. Ich muss wieder zurück und alle untersuchen. Ah, oh, scheiße. Na klar, die haben natürlich noch Feschwa dabei. Leck mich doch am Arsch. Na, von mir aus. Dann halt nicht. Mein Gott. Oder ist doch mal geschwind. Oder kann ich überhaupt noch mal zurück? Ich weiß es gar nicht. Und die Frage ist auch, ist das jetzt wirklich nur für diesen einen Einsatz? Bekomme ich das nächste Mal dann neue Waffen? Munition meine ich? Oder wie? Oder was? PDA. Das heißt, du hast aber schon noch... Genau, eine Waffe. Jetzt liegt doch nicht auf der Waffe faul rum. Präsentier sie doch bitte. Präsentiert das Gewehr. Kennst du doch den Spruch. Fünf Haltion sprechen, bitte. Hier sind wir fertig, ne? Hier haben wir quasi alles gemacht, soweit. Und da drüben gibt es was genau? Granaten, klar. Ach, ein Revolver. Wieso sind denn Revolver? Wieso sind die in so einer komischen Röhre drin? Sieht aus wie, weiß ich nicht, Chips. Von irgendeiner bestimmten Marke. Obwohl, ich glaube auch Chipsletten. Die günstigen. Wobei, die waren immer scheiße, ne? Hat mir den ganzen Mund voller so einer Kartoffelpampe. Die waren echt nicht gut. Kein Wunder, dass die anderen so durchgestiegen, weil sie einfach sehr viel besser waren. Ja. Ich habe schon seit Jahrhunderten nicht mehr gegessen, diese Dinger. Frag. Splittergranate. Ah, ja. Und das lagern sie ja alles... Was für ein Schwachsinn, oder? Wieso packen sie das denn... Also wenn ich hier irgendwas übernehme oder sowas, dann nehme ich doch nicht die Munition, packe hier mal eine Kiste in das und da mal eine Kiste. Dann habe ich quasi Munitionslager irgendwo zentral, oder? Man verteilt es doch nicht überall in den
Oh, wieder hacken. Hack-Mack. So, zack. Ja, ist egal. Vielleicht haben wir viel Munition liegen lassen. So ist es halt. So, 30 Schuss in dem. Ja, das mit der Pistole passt schon. Tutorial verfügbar. Augmentierungen. Oh. Um neue Fähigkeiten oder Augmentierungen freizuschalten, müssen Sie Erfahrungspunkte EP sammeln. Mhm. Diese erhalten Sie, wenn Sie Primärziele erreichen, Nebenmissionen meistern oder spezielle Boni erreichen, indem Sie eine Mission beispielsweise absolvieren, ohne entdeckt zu werden. Haben Sie genügend EP gesammelt, erhalten Sie einen Praxispunkt. Praxispunkte schalten Upgrades für vorhandene... Ach komm. Vielleicht erzählen Sie mir, wie ich die Pistole benutze. Zielen Sie auf den Schädel. Fortgeschrittenes Hacken. Och nein. Ich will nicht hacken. Zu den Hindernissen, die Sie hacken können, gehören Geschütztürme, Kameras und Roboter. Sie müssen nur das dazugehörige Sicherheitshub finden und hacken. Die Programme Übernehmen und Verstärken sind Ihre wichtigsten Hacker-Tools. Sie können diese durch Hack-Augmentierungen optimieren. Die Stufe eines Knotens bestimmt, wie schnell ihn das Netzwerk verarbeiten kann. Knoten höherer Stufe machen das System daher langsamer. Sie können das Netzwerk weiter verlangsamen, indem Sie Knoten verstärken, um so Ihre Stufe zu erhöhen. Außerdem können Sie einen Stoppwurm einsetzen, um den Suchprozess einige Sekunden lang völlig lahmzulegen. Darüber hinaus können Sie beim Übernehmen von Knoten das Nuke-Virus einsetzen, das die Gefahr, entdeckt zu werden, auf 0% senkt. Die Programme Nuke und Stop sind Viren, die beim Einsatz verbraucht werden. Ihr Vorrat ist begrenzt, also setzen Sie sie überlegt ein. Ein Zähler in der rechten oberen Bildschirmecke erleichtert es Ihnen, den Überblick darüber zu behalten. Und so weiter und so fort. Ach nee, jetzt müssen wir uns gegen die... Ja, jetzt bieten sie es mir wieder an. Wo ist wohl der... krasse Terminal? Weep, weep, weep. Nix, weep, weep, weep. Ist das Square Enix, aber trotzdem hat das mit Weep nichts zu tun. Oder Enix, oder wie auch immer. Square ist Enix. PDA. Wurde Medienarchiv hinzugefügt. Zum Lesen klicken. Ja, da ist die krasse... Jetzt geht die krasse Hackung los. Dutchman. Hacken. Kein Code gefunden. Oh boy. Okay, wir hacken. Versuche... Sicherheitsstufe 1 Auswertung. Okay. Ach ja, das ist so ein Tutorial. Wo müssen wir hin? Da hin, ne? Was ist das? Freigabe. Wofür? Freigabe. Erstmal das hier. Das dauert lang. Kann ich jetzt von da aus nach da oben? Irgendwelche Freigaben haben wir hier? Das hier mal verstärken, wie es befohlen wurde. Das übernehmen wir kurz mal. Verstärken wir das gleich nochmal. Geht nicht. Dann übernehmen wir das hier. Düdeldit. Was auch immer es tut. Das dauert lang. Sind sie jetzt hier durch? Ja, ja. Da geht der Feind. 6 Sekunden. 4, 3. Oh, das könnte aber scheiß eng werden. Zugriff gewährt. 0,61 Sekunden, okay. App-Bonus, Nuke-Virus dazu bekommen. Okay, das wird ja rechts unten, ne? Zugriff verwehrt. Bitte? Roboter, Geschütz, Türen, keine Verbindung. Geschütze, Zugriff verwehrt. Trennen. Was kann ich hier, was kann ich hier tun? Ach, hier immer. Five Nights at Jason's wahrscheinlich. Türen, keine Verbindung. Zugriff verwehrt. Okay. Options, Camera, Help, Trennen. Tja, ich würde sagen. Was soll ich denn sagen? Anders kommen wir da nicht durch, oder? Ah, ausgeschaltet. Nee. So viel zum Thema. Ja. Wie.
Was habe ich denn jetzt nicht richtig gemacht? Ich habe doch krass gehackt. Update erhalten. 1 Nuke Virus. Kameras sind ausgeschaltet, aber das Geschütz ist es nicht so wirklich. Stoppwurm. Jetzt denke ich mir bei der Waffe, da hinten aber auch bei dem Geschützturm. Ganz schnell. Ganz schnell. Fall gelöst. Sah ich auch so aus beim Hacken? Weg von der Konsole! Sofort! Helfen Sie mir! Schaftsack! Wieder Munition gespart. Sauber. Pritchard, sind Sie da? Wo sollte ich sonst sein? Geben Sie mir Seraph, sofort! Adam, hier ist David. Haben Sie den Taifun? Ja, aber Sie hatten recht, dass noch mehr dahinter stecken muss. Ich habe hier nämlich einen toten Puristen mit hochinteressanten Gehirnimplantaten. Nicht anfassen. Wir brauchen einen Experten, der seine Neuralknoten rausholt, falls eine Sprengladung dranhängt. Verstanden. Was ist mit Sanders? Das SWAT setzt mich unter Druck, Sie reinzuschicken. Finden Sie ihn zuerst und kümmern Sie sich um ihn. Finden Sie ihn zuerst. Ja. Ich denke mal, den Typhoon haben wir. Erst alles erledigt. Fast erfolgreich. Oh, hat sogar schöne Sachen. Der Nuke-Virus hat natürlich... Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht, ich würde sagen, ich schaue mal nach dieser komischen Hack-Überspringen-Mod. Und ich hoffe mal, dass die funktioniert und dass ich nicht dann das Spiel neu starten muss. Das wäre nämlich schlecht. Und irgendwie muss ich mal gucken, dass ich das hier vernünftig hinbekomme, dass das hier auch flüssig geht mit den Schießereien. Weil irgendwie ist das komisch. Irgendwie gefällt mir das nicht so. Naja, es läuft so vor sich hin. Ja. Genau, die ganzen Infos und so weiter hier und Lesen und PDAs und voll die Story und so. Ja, ich habe es zwar auf Hobby gestellt, aber nicht aus dem Grund, weil ich die krasse Story erleben möchte, sondern aus anderen. Ist ja klar. Gut, beim nächsten Mal mehr von Human Revolution, beziehungsweise Deus Ex Human Revolution. Gibt es eine Abkürzung? D-E-H-R. Der oder so. Vielleicht auch nicht. Egal, beim nächsten Mal mehr von diesem Spiel. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.